Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 65 und 66. Zunächst die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz für mehr demokratische Beteiligungsrechte in den Kommunen, Drucksache 19/2986 zu 28/22 zu 15/20. Dann die dritte Lesung. Das Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene zur Änderung kommunaler Rechtsvorschriften, die Drucksachen aus 19/2987, 28/23 und 22/00. Berichterstatter ist Herr Kollege Frömmrich. Ich erteile ihm das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Berichterstattung zum Tagesordnungspunkt 65. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Und dann der Bericht zum Tagesordnungspunkt 66. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, LINKEN und FDP, den Gesetzentwurf in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Aussprache. Zunächst hat das Wort Herr Abgeordneter Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie werden heute mit Ihrer Mehrheit Ihren Gesetzentwurf zur Änderung der Hessischen Kommunalverfassung beschließen. Das ist schade, denn mit dieser Entscheidung verpassen Sie es erneut. Und vor allem verpasst die Hessische Landesregierung weitere Fortschritte in der Kommunalverfassung in Hessen zu verankern. Ihr Gesetzentwurf wird die kommunale Selbstverwaltung eher verkomplizieren und teurer machen, die Ausweitung der Möglichkeit, ehrenamtliche Bürgermeister in Kommunen bis zu 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu ermöglichen, wird nämlich genau dazu führen. Gerade in kleineren Gemeinden ist der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zugleich auch erster Sachbearbeiterin. Fällt dies weg, wird dies vielerorts zu Neueinstellung von entsprechendem Personal führen müssen, die nun die entsprechenden Aufgaben dann hauptamtlich übernehmen. So sparen Sie an dieser Stelle nichts. Ihr Volksvertreterbegehren führt zu einer Verantwortungsverschiebung bei besonders schwierigen kommunalen Entscheidungen und wird von uns als eher scheindemokratisch abgelehnt. Es ist deshalb das Gegenteil von konsequenter Bürgerbeteiligung, wie wir sie in unserem Gesetzentwurf detailliert beschrieben haben. Es reicht nicht aus, wie im Regierungsentwurf vorgesehen, die Quoren für Bürgerentscheide nur leicht zu senken, wenn gleichzeitig keine Reduzierung des unangemessen großen Ausschlusskatalogs mit Themen, zu denen eben keine Bürgerentscheide durchgeführt werden dürfen, nicht verkleinert werden. Auch der weitere Ausschluss von Nicht-EU-Bürgern von kommunalem Wahlrecht und das Festhalten von ihnen am Wahlrecht ab 18 Jahren sind nicht mehr zeitgemäß aus unserer Sicht. Hier wollen wir wie in anderen Bundesländern runter auch auf 16 Jahre. Im Gesetzentwurf unserer Fraktion ist ein hohes Maß an direktdemokratischer Beteiligungsformen beschrieben, die in anderen Bundesländern in vielen Teilen längst gang und gäbe sind und durchweg positive Effekte erzielen konnten. Ich habe das ja in der zweiten Lesung ausgeführt. Gerade die Bayern sind da ja sehr maßgebend und auch sehr erfolgreich, was die direktdemokratische Beteiligung angeht. Es lag Ihnen ebenfalls ein zumindest in Teilen zustimmungswürdiger Antrag der SPD-Fraktion vor, der bei aller Differenz, die wir hinsichtlich der Seniorenbeiräte haben, aber zumindest den Regierungsentwurf deutlich verbessert hätte. Auch diesen werden Sie vermutlich ablehnen. So bleibt es am Ende bei Ihrem Entwurf, der die völlig verkorkste Kommunalverfassung von Schwarz-Gelb konsequent unter Schwarz-Grün fortsetzt. Schade, denn Hessens Kommunen, deren Einwohner und vor allen Dingen die künftigen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker hätten eigentlich Besseres verdient.
Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Bauer für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man müsste eigentlich noch einmal eine vierte Lesung beantragen, um dem Herrn Schaus zu erklären, was an guten Dingen in diesem Gesetzentwurf drinsteht und wie wir die Hessische Gemeindeordnung fortschrittlich und gut weiterentwickeln. Aber ich will uns das ersparen und auf die wesentlichen Eckpunkte zurückkommen, was wir mit diesem Gesetzentwurf verbessern und was wir erleichtern und auch damit den Interessen der Kommunen, Städte und Gemeinden auch entgegenkommen. Wir erleichtern die Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. Das ist in der Tat ein moderater Vorschlag, aber das ist eben auch der Ausgleich zwischen dem, was man maximal fordern kann, zwischen direkter und indirekter Demokratie. Und wir bewegen uns hier im Mittelfeld. Und ich glaube, dass wir mit der Absenkung der Zustimmungsquorum in den Großstädten einen richtigen Schritt machen. Was wir auch erlauben, und das machen viele andere Flächenländer schon längst, ist, die Initiative für Bürgerentscheide auch der Gemeindevertretung zu überlassen. Ein hohes Quorum zur Einleitung von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mandatsträger ist eine auskömmliche Hürde, um dieses Instrument nicht zu missbrauchen. Ich glaube, es ist keine Abwälzung von unangenehmen Entscheidungen, sondern es ist das Einbeziehen des Souveräns in wichtige Entscheidungen vor Ort. Was kann besser sein, als den Bürger direkt an gewissen Verfahren und Entscheidungen zu beteiligen? Meine Damen und Herren, ein zweiter Schwerpunkt ist die Unterstützung von freiwilligen Zusammenschlüssen von Städten und Gemeinden durch eine partielle Entschuldung der Kernhaushalte, eine wichtige Maßnahme, wo wir Restmittel verwenden können, um freiwillige Kooperationen zu fördern, aber auch Fusionen finanziell schmackhaft zu machen. Dazu werden gut 27 Millionen € von freien Mitteln aus dem Kommunalen Schutzschirm verwendet. Und im Einzelfall können eben diese Gemeinden um bis zu 46% entschuldet werden. Das ist ein wichtiges Signal für ein freiwilliges Zusammengehen von Gebietskörperschaften, meine Damen und Herren. Und weil wir die interkommunale Kooperation fördern wollen und z.B. auch Verwaltungsgemeinschaften ermöglichen wollen, ist es auch ein sinnvoller Weg, die Möglichkeit für ehrenamtliche Bürgermeister, was bisher nur für 5 Gemeinden möglich ist. Ja, wir haben ja gerade einmal 5 Städte oder 5 Gemeinden unter 1.500 Einwohnern, dass wir das ausweiten auf eine vertretbare Grenze, wo man dann vor Ort entscheiden kann, ob man das möchte. Wenn nämlich Kommunen zusammenarbeiten, kooperieren und Verwaltungsgemeinschaften bilden, dann kann durchaus vor Ort entschieden werden, dass einer der Bürgermeister, der wie gesagt eine Verwaltungsgemeinschaft eingeht, auch dieses Amt dann ehrenamtlich ausführt. Das ist, meine Damen und Herren, durchaus eine praktikable Möglichkeit vor Ort für ein besseres Miteinander von Städten und Gemeinden. Und ein dritter Bereich, da geht es ums Geld. Wir verbieten die innovativen Finanzierungselemente. Im Zuge der Finanzkrise gab es hier durchaus einige Schadensmeldungen. Wir werden dafür sorgen, dass die Kommunen keine Kredite mehr in Fremdwährungen aufnehmen dürfen und wenn überhaupt das Währungsrisiko abzusichern ist. Und wir haben auch eine Erleichterung bei der Aufnahme von Kreditmöglichkeiten. Die Eilzuständigkeiten und die Kassenkredite können hier neu geregelt werden, meine Damen und Herren. Ich denke, das sind wichtige Maßnahmen, die wir hier ermöglichen. Und wenn ich mir die Änderungswünsche von der SPD anschaue, dann muss ich in der Tat auch einmal fragen, was soll denn hier geändert werden, was jetzt nicht schon längst auf freiwilliger Basis möglich ist. Der Kollege Rudolph, der gleich nach mir spricht, ist ja ein langjähriger Kommunalpolitiker in Edermünde. Ich habe einmal nachgeschaut, ob das in Edermünde überhaupt schon realisiert wird, was er hier fordert. Gibt es in Edermünde ein Kinder- und Jugendparlament? Nein, es gibt es nicht. Gibt es einen Seniorenbeirat? Nein, es gibt es nicht. Sie haben schon längst die Möglichkeit, mit Ihrer Mehrheit so etwas einzurichten. Und wir wollen die Kommunen nicht verpflichten, so etwas zu machen, denn sie können es jetzt schon auf freiwilliger Basis realisieren, meine Damen und Herren. Und um die vorweihnachtliche Stimmung nicht zu strapazieren, will ich einfach einmal sagen, auf einem Weg des Änderungsantrags eine so grundsätzliche Frage des Wahlalters hier reinzuspielen, ob man mit 16 oder mit 18 wählen darf, das wird mit uns nicht zu machen sein. Das ist eine grundsätzliche Frage, und wir haben hier auch eine grundsätzliche Antwort. Es ist immer noch nicht erklärbar, warum soll man mit 16 wählen dürfen und nicht mit 15. Das kann man mir nicht klarmachen, warum diese Grenze mit 18, weil mit 18 die Volljährigkeit ist, Herr Kollege Rudolph. Und wir knüpfen die Volljährigkeit, wie gesagt, auch an das Wahlalter. Und solange das in Deutschland bei 18 ist, soll es auch im Wahlgesetz so bleiben, meine Damen und Herren. Und auch die Frage, dass man für jede Gruppe ein eigenes Gremium braucht, für die Jungen, für die Alten, für die Migranten, für die Alteingesessenen, das kann man machen, wenn man das vor Ort möchte. Das ist auch jetzt schon möglich. Wir wollen jedoch die Gemeindevertretungen stärken und lehnen deshalb eine Zwangsvergremisierung, so nenne ich es einmal, ab.
Wir haben nichts dagegen, wenn Seniorenbeiräte sich einrichten. Und auch die Frage des Ausländerbeirates, und das ist mein letzter Gedanke, der muss nicht gestärkt werden, der muss weiterentwickelt werden zu einem Integrationsbeirat, der auch im Benennungsverfahren funktionieren kann. Wir können Menschen, die sich bereit erklären, für Integration sich einzubringen, auch benennen, ohne ein aufwendiges Wahlverfahren. Da können übrigens auch Deutsche mitmachen. Wir haben insgesamt einen guten, ausgewogenen Gesetzentwurf vorgelegt, den wir heute in der dritten entsprechenden Lesung auch zur Gesetzeskraft verhelfen wollen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Abg. Gnadl für die SPD-Fraktion. Genau. Um Ihnen eine Freude zu machen. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben mit unserem Änderungsantrag am Dienstag noch einmal Ihnen die Chance gegeben, für mehr Beteiligung und Mitwirkungsrechte von Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen. Das haben Sie allerdings abgelehnt. Und die Überschrift Ihres Gesetzentwurfs, Erleichterung der Bürgerbeteiligung, ist und bleibt damit ein Placebo. Was die Absenkung der Quoren, die für einen erfolgreichen Bürgerentscheid notwendig sind, angeht, liegt Hessen im bundesweiten Vergleich weit im hinteren Feld mit den höchsten Zustimmungsquoren. Deshalb ist es wichtig und richtig, die Quoren für die Bürgerentscheide abzusenken. Aber wenn man das macht, dann sollte man das bitte schön auch so machen, dass es Wirkung entfaltet. Die Anhörung hatte gezeigt, dass die von Ihnen vorgesehene Absenkung nur sehr, sehr wenige Kommunen überhaupt davon betroffen sind. Das zeigt also, dass das, was Sie vorschlagen, weitgehend wirkungslos ist und bleibt. Von einer echten Erleichterung der Bürgerbeteiligung kann in Ihrem Gesetzentwurf nicht die Rede sein. Wir haben Ihnen auch Vorschläge gemacht für mehr Partizipationsrechte für Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren. Mit unserem Änderungsantrag hätten wir die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und den Seniorinnen und Senioren verbessern und klar regeln können. Wir haben gestern noch in der Debatte zur Seniorenpolitik haben Sie davon gesprochen, dass Sie die Teilhabemöglichkeiten älterer Seniorinnen und Senioren auf allen politischen Ebenen fördern wollen. Aber genau darauf zielt doch unser Änderungsantrag entsprechend ab. Aber wir wollen, Herr Bauer, wir wollen eben auch eine Verpflichtung in den Kommunen einführen. Wir wollen, dass die Kommunen sich darüber Gedanken machen, welche Beteiligungsform für sie die richtige ist, egal ob es um die Seniorinnen und Senioren geht oder ob es um die Kinder und Jugendlichen geht. Aber wir wollen, dass die Anliegen von diesen Menschen ernst genommen werden, dass sie sich einbringen können, dass sie ein Anhörungs- und Antragsrecht auch entsprechend bekommen. Und ob jetzt die Gemeinde Edermünde sich dafür entscheidet, einen Seniorenbeirat und einen Jugendausschuss zu machen, oder ob sie ein Parlament machen oder eine Vertretung machen oder ein Forum machen, das wollen wir den Kommunen selbst überlassen. Aber wir wollen, dass die Anliegen ernst genommen werden. Deswegen brauchen wir an dieser Stelle auch eine Verpflichtung. Kinder und Jugendliche ernst nehmen, sie an Demokratie teilhaben zu lassen, sie frühzeitig an Politik auch entsprechend heranzuführen, wird doch immer notwendiger. Und eine Möglichkeit dazu bietet eben die Absenkung des Wahlalters bei der Kommunalwahl auf 16. Erst vor Kurzem hatte die Bertelsmann Stiftung bestätigt, dass ein niedrigeres Wahlalter Jugendliche für das Wählen begeistern kann und man sogar hoffen kann, dass sich dieser Effekt über das 18. Lebensjahr hinaus erhalten kann. Deswegen an dieser Stelle noch einmal der Appell an Sie.
Senken Sie das Wahlalter für die Jugendlichen ab auf 16. Machen Sie so den Weg frei, um Jugendliche an Demokratie, an Politik auch früher teilhaben zu lassen. Und im Übrigen hat es die GRÜNEN-Fraktion auch noch vor der Wahl selbst gefordert, das Wahlalter 16 bei der Kommunalwahl. Das haben Sie doch noch in Ihrem Wahlprogramm stehen. Nach der Wahl wollen Sie davon aber nichts mehr wissen. Und wir haben in unserem Änderungsantrag noch wollten wir die Rechte der Ausländerbeiräte stärken. Wir aus unserer Sicht halten wir es für dringend geboten, die Einführung eines Anhörungs- und Antragsrechts auch für die Ausländerbeiräte. Auch das haben Sie abgelehnt. Vierter Punkt, Anhebung der Einwohnergrenzzahl für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 1015 auf 1.500 auf 5.000 Einwohner. Sind Sie sich eigentlich der Auswirkungen Ihres Gesetzentwurfs wirklich bewusst? Soll Ihr Vorschlag etwa eine versteckte Gebietsreform durch die Hintertür vorbereiten? Ich glaube, Sie sind sich nicht im Klaren darüber, wie wichtig die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den ländlichen Kommunen sind und was sie leisten, wie das Arbeitspensum ein ehrenamtlicher Bürgermeister oder Bürgermeisterin schaffen soll. Das bleibt uns schleierhaft. Und ich möchte ganz kurz zitieren aus dem Kreisanzeiger vom 4. Dezember. Da hat Rudolf Kessler, Bürgermeister von Kevenroth, übrigens CDU-Parteibuch, gesagt, das kann man nicht ehrenamtlich machen. Der Aufwand, eine Verwaltung mit 40 Beschäftigten, die Bauhofmitarbeiter und Erzieherinnen der Kitas mitgezählt, zu leiten, sei viel zu groß, meint der Christdemokrat. Das Problem ist doch, dass Sie mittlerweile schon so abgehoben sind hier in Wiesbaden. Ja, gerne komme ich zum Schluss, Herr Präsident, dass Sie schon so abgehoben sind, dass Sie auf Ihre eigenen kommunalpolitischen Verantwortlichen nicht mehr hören. Also, am Ende dieser HGO-Novelle von Ihnen bleibt, dass es nur wirkungslose Verbesserungen im Bereich der Bürgerbeteiligung gibt und alles andere Mut konzeptlos und abzulehnen ist. Das Wort hat Frau Kollegin Goldbach, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Frauen! Zu meinem großen Bedauern stelle ich fest, dass in der Innenausschusssitzung am Dienstagabend keine stichhaltigen oder gar überzeugenden Argumente für den Antrag der SPD oder den Gesetzentwurf der LINKEN vorgebracht wurden und wir diesen deshalb leider heute nicht zustimmen können. Zu meiner großen Freude stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf der Regierung und der sie tragenden Fraktionen den Kommunen neue Handlungsspielräume eröffnet und Rechtssicherheit schafft. Diese Regierung und Grüne und CDU wollen nichts verordnen, sondern den Kommunen Möglichkeiten eröffnen. Wir schaffen die Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden an wichtigen Entscheidungen besser zu beteiligen. Und Kollegin Gnadl, Sie reden da von ganz wenigen Kommunen, in denen aber immerhin ein Drittel der hessischen Bevölkerung wohnt. Das nenne ich doch eine beachtliche Zahl. Mit diesem Artikelgesetz passen wir die Kommunalverfassung an gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen an, die gegeben sind. Als Beispiel nenne ich nur den demografischen Wandel und die daraus resultierende verstärkte Verwaltungszusammenarbeit der hessischen Kommunen oder die veränderten Bedingungen auf den Kreditmärkten. Schauen wir einmal zurück, das Jahr 2015.
Schauen wir uns einmal an, was wir da gemacht haben in Bezug auf die hessischen Kommunen. Zusammen mit dem neuen bedarfsgerechten KFA und dem Kommunalen Investitionsprogramm hat die Hessische Landesregierung und die Regierungsfraktion ein umfangreiches Paket für die hessischen Kommunen verabschiedet, das ihresgleichen erst einmal sucht. Da scheint mir die immer gleiche Wiederholung der SPD, diese Regierung und die Fraktion seien kommunalfeindlich, doch eher lächerlich und kleinlich. Was bleibt jetzt noch zu tun? Wir wünschen allen unseren Bürgerinnen und Bürgern in den hessischen Städten, Gemeinden und Dörfern ein friedvolles Weihnachtsfest. Nächstes Wort bei dem Abg. Dr. Hahn für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben uns bei einer Debatte, ich glaube, am gestrigen Tage schon einmal darüber unterhalten, dass der berühmte französische Politiker und Denker Montesquieu gesagt hat, erlasse nur ein Gesetz, wenn du ein Gesetz auch erlassen musst. Wir haben eine hervorragende Rechtslage in dem Bereich, den wir gerade diskutieren. Die Anhörung hat ergeben, dass die Änderungsvorschläge, egal von wem sie kommen, nirgends eine Mehrheit gefunden haben, immer kritisch gesehen worden sind von einem Teil, von einem Großteil der Anzuhörenden, sodass ich uns mit Montesquieu nur zurufe, dann machen wir das Gesetz doch bitte nicht. Vielen herzlichen Dank. Der Herr Minister des Innern, Herr Beuth, hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfs einen Vorschlag gemacht, die Kommunalverfassung maßvoll weiterzuentwickeln. Ich hatte Gelegenheit, am Dienstag bereits die drei wesentlichen Punkte hier vorzutragen. Einmal die Frage der Absenkung der Zustimmungsquoren bei der direkten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in fünf Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und in sieben Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Wir haben unter dem Gesichtspunkt Bürgerbeteiligung ein Vertreterbegehren mit aufgenommen. Auch diesen Punkt möchte ich hier unter der Überschrift Bürgerbeteiligung herausstellen. Wir haben darüber hinaus die Formen und die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinfachung und Ähnliches erweitert. Das Gesetz atmet weiterhin den Geist des allgemeinen Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, den die Kommunen genauso anlegen müssen, wie wir das im Lande tun. Diese drei wesentlichen Punkte noch einmal zitierend will ich zum Schluss sagen. Wir haben eine maßvolle Weiterentwicklung des Gesetzes der Hessischen Gemeindeordnung vorgesehen. Herr Kollege Hahn war so nett, Montesquieu zu zitieren. Dann will ich das auch tun. Der Geist der Mäßigung muss der Geist des Gesetzgebers sein. In diesem Sinne ist die Hessische Gemeindeordnung. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit liegen auch hierzu keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen damit zur Abstimmung in der dritten Lesung dieser beiden Gesetzentwürfe. Zunächst einmal der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Wer diesem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen des Hauses. Damit ist das somit Mehrheit abgelehnt. Ich rufe auf zur Abstimmung in dritter Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Erleichterung der Bürgerbeteiligung auf Gemeindeebene und zur Änderung kommunalrechtlicher Rechtsvorschriften. Wer dem zustimmen kann, bitte um das Handzeichen. CDU und Grüne, wer ist dagegen? SPD, Linke und die FDP. Ich stelle fest, dass Sie und Frau Mürwert Öztürk enthält sich. Hast du enthalten? Entschuldigung, ich muss mich daran gewöhnen. Vielleicht schaffe ich es noch in den nächsten drei Jahren. Ja, okay.
Ich stelle fest, dass das Gesetz mit Mehrheit angenommen ist und damit zum Gesetz erhoben worden ist. Meine Damen und Herren, so ein bisschen abarbeiten müssen wir noch, damit wir im Februar noch etwas zu tun haben. Ich soll auch ganz langsam sprechen, das dauert dann noch. Deutlich. Das geht nicht. Also entweder langsam oder undeutlich. Also eines von beiden kann ich nur leisten. Also, es ist nichts beschlossen worden, außer zwei, drei Punkte, sodass mir zugerufen werden muss, was Sie damit machen wollen. Top 17, SPD, große Anfrage zur Hauptschule, KPA. Nee, also, meine Damen und Herren, dann darf ich nur aufrufen, den Top 26. Es weihnachtet sehr, hat es eilig, finde ich gut. Der Top 26 wird mir zugerufen, eine abschließende Behandlung im KPA. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Ist das korrekt, Herr Rock? Dankeschön. Dann ist das so beschlossen, weil keiner widersprochen hat. Im Übrigen stelle ich fest, dass alle übrigen Tagesordnungspunkte, die noch auf der Tagesordnung stehen, im Plenum im Februar aufgerufen werden. Das beinhaltet den Hinweis, dass wir in diesem Jahr kein Plenum mehr haben. Keiner freut sich, ich verstehe das überhaupt nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur, weil es korrekt ist oder auch Tradition ist, sondern weil es mich auch drängt, Ihnen vieles zu sagen, möchte ich hier um Aufmerksamkeit bitten. Es ist, glaube ich, in aller Namen richtig, dass ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung und der Ministerien ganz herzlich danke für das Engagement im laufenden Jahr. Ich bitte die Damen und Herren Staatssekretäre und Herrn Direktor, dieses zu übermitteln. Zweiter Punkt. Es war kein einfaches Jahr, über alle Fraktionen hinweg, nicht nur quantitativ, vor allen Dingen qualitativ. Die Dinge, die uns begegnet sind in den letzten 12 Monaten, waren nicht unerheblich. Und sie werden uns auch im nächsten Jahr begleiten. Und wenn ich ganz persönlich feststellen kann, dass die letzten Monate auch dazu geführt haben, dass wir verschiedene Dinge dann Gott sei Dank doch so gemeinsam gemacht haben, dass Sie auch eine breite Mehrheit des Volkes repräsentieren, dann möchte ich mich dafür ausdrücklich als Parlamentspräsident bei Ihnen bedanken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen in die Weihnachtspause. Und unterschiedlich wie wir sind, werden wir diese Tage unterschiedlich begehen. Und ich darf Ihnen von hier aus und von mir aus ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Das mit dem Rutsch wird schwierig, es soll ja keinen Winter geben, aber ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr. Und dass Sie mir alle gesund und munter bleiben. Denn das ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir im nächsten Jahr wieder heftig streiten können. Heftig streiten können, aber dabei auch lernen, dass man auch heftig und gut streiten kann. Und das macht Politik und Demokratie aus. In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest Ihnen, Ihrer Familie, gutes neues Jahr. Auf Wiedersehen. Thank you.